Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück an diesem wunderschönen Dienstagabend zu einer neuen Folge mit Train Sim World 2 hier auf meinem Kanal. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was hier schon wieder los ist. Was haben wir denn hier schon wieder? Muss ich gleich wohl nochmal neu starten hier, oder was? Ja, komm, sammle mich nicht voll mit Sachen, die gar nicht verkehrt sein können. So, also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Train Sim World 2. Und wir gucken uns heute an, Spirit of Steam, die Dampflokomotiven haben den Einzug in Train Sim World 2 gefunden. Und, ja, wir gucken uns die Dampflokomotiven an. Ich weiß, der ein oder andere von euch, der ist ein bisschen skeptisch, was Spirit of Steam betrifft, als DLC, Dampflokomotiven und so. Also da ist er so ein bisschen zwiegespalten durch die Community gegangen, vor allem im Anbetracht dessen, dass so gute 50% sagen, erstmal abwarten und mal angucken, was so an Content auf YouTube dazu rauskommt. Was willst denn du von mir? Meine Güte, hier. Schlimm hier. Schlimm, schlimm. Okay, alles klar. Also, ich habe die Einführung schon gespielt und kann euch sagen, das Ding ist großartig und wir werden heute im Journey-Modus hier weiterspielen. Ich habe jetzt nur die beiden Einführungen zu den Lokomotiven gemacht und gehe davon aus, dass ich im Großen und Ganzen verstanden habe, wie diese Lokomotiven funktioniert oder wie allgemein die Dampflokomotiven funktionieren. Und da wollen wir dann gerade mal den Personenverkehr starten. Das habt ihr euch gewünscht hier zum Start. Das heißt, wir werden hier die grüne Lokomotive auspacken. Das ist in diesem Fall die Stania Jubilee Class 6P. Und da werden wir von Liverpool Lime Street nach Chester als erstes mal fahren. Und werden uns heute mal ein bisschen durch den Journey-Modus durcharbeiten. Ich hoffe, bei YouTube funktioniert alles soweit. Wenn nicht, müsst ihr es mir Bescheid geben, weil er zeigt mir hier einen Fehler an, der aber gar nicht da sein kann, weil ich keine Keyframe-Intervalle benutze. Merkwürdig, naja, egal. Aber auch der da oben, der muckt drum. Ich bräuchte mal eine kurze Rückmeldung von euch, wie das hier alles funktioniert. Ob das bei euch alles gut ankommt oder nicht. Auch bei den Twitch-Zuschauern sehe ich hier oben, dass da irgendwas nicht stimmt. Obwohl das alles stimmen sollte. So, Twitch läuft. Kommt alles an. YouTube. Die Begrüßungsrunde lasse ich heute mal weg. Sind ein paar mehr Zuschauer gerade schon zu Beginn da. So, der Emil ist da. Ah, komm. Bis ich mal Antwort aus YouTube bekomme. Der neue Gamer mit am Start. Lipsy ist da. Der Benjamin ist da. Der Chat Kurti ist da. Der Ötti ist da. Der Dominik. Der Easy Mark. Der hier klicken bei Twitch mit dabei. Der SP ist bei Twitch mit dabei. Neue Gamer habe ich schon begrüßt. Der Mr. Zero wieder als Moderator mit dabei. Genauso wie der Easy Mark. Der Einer ist da. Einen wunderschönen guten Abend auch an den Einer. Dann haben wir das South West Studio mit am Start. Den Emil habe ich gerade schon begrüßt. Der Cedric ist da. Lipsy haben wir mit am Start. Und wer noch nicht in den Chat geschrieben hat, wer es jetzt reinschreibt, der wird jetzt auch noch begrüßt, wie der Felix zum Beispiel. Also, läuft, sagt ihr alle. Gut, dann fangen wir an. Okay, die erste Fahrt gerade mal im Dunkeln. Eher unpraktisch, nehmen wir eine andere Fahrt. Wir wollen erstmal im Hellen eine Runde fahren. Hat damit zu tun, dass wir das ja uns mal in aller Ruhe angucken wollen heute. Darum soll es ja hier in dem Livestream gehen. Und ich versuche möglichst mein Bestes, euch das alles so zu vermitteln, dass das alles passt. Nehmen wir den da. Das sieht nach Tag aus. Und dann, ja, versuche ich das wirklich mal so zu erklären. Also ich habe, wie gesagt, die Einführung von den beiden Lokomotiven durchgespielt. Die sind relativ ähnlich, die Lokomotiven. Ein paar Unterschiede gibt es in der Steuerung. Im Großen und Ganzen ist es so, dass die Steuerung eigentlich relativ gleich bleibt. Jetzt ist es hier auch schon wieder dunkel. Nee, okay, es ist nicht so dunkel. 21 Uhr, also wir sehen zumindest mal was. Also, wir müssen jetzt die Kiste als allererstes mal startklar machen. Die Türen entriegeln können wir natürlich hier nur mit der Tabulatortaste. Das geht anders nicht. Hat damit zu tun, dass wir ja hier vorne keine Türsteuerung haben. So, also wir machen erstmal den Richtungswender auf vorwärts und zwar auf 75%. Da müssen wir die Zylinderhähne aufmachen, damit das Wasser aus den Zylindern austropfen kann, was sich dort gesammelt hat während des Stillstandes.
Dann haben wir damit schon mal die halbe Miete. Dann müssen wir die Bremsen ein bisschen anlegen. Werden hier oben den kleinen Auswerfer voll aufdrehen. Da komme ich gleich zu, was das mit dem Auswerfer und so alles auf sich hat. Wir haben hier in diesem Fall einen Heizer mit dabei. Der war in den Einführungen jetzt nicht mit dabei, weil ich nicht so richtig verstanden habe, wie wir während der Fahrt hier wieder Kesseldruck draufkriegen. Aber das schauen wir uns auch noch alles an. Also, ja, wir haben noch einen Moment, dann werde ich hier schon mal die Bremsen ein bisschen erklären. Also wir haben hier die Bremsen, das sind ganz normale Kombinationsbremsen, also ganz normale Bremsen. Kombination heißt, die Lok und die Wagen werden gebremst. Wenn ich die jetzt wieder auffüllen möchte, dann seht ihr hier oben mit dem kleinen Auswerfer, wie hier unten der Druck langsam in Richtung 21 ja, Bar steigt. Wenn ihr das Ganze beschleunigen wollt, dann nehmt ihr einfach den großen Auswerfer dazu und dann wird die Luft ein bisschen schneller aufgefüllt. Das könnt ihr aber halten, wie ihr wollt. Ihr müsst halt nur daran denken, dass ihr ein bisschen länger steht dann unter Umständen. So. Dann, ja, wollen wir uns mal fahrbereit machen. Also wie gesagt, Vorwärtsgang haben wir drinnen, wir machen die Türen zu. So, Türen sind zu. Dann können wir die Bremsen jetzt komplett lösen und werden dazu jetzt den großen Auswerfer voll aufdrehen, bis wir 21 Bar haben hier unten. Und dann sind wir fahrbereit mit unserer Dampf-Tok-Tok. Dann machen wir die aus. Da ist immer noch nicht ganz voll gewesen. So, jetzt haben wir hier unseren Leistungsregler. Den müssen wir jetzt natürlich langsam aufmachen. Weil, ich zeige es mal hier von der Seite direkt mal zum Start, was passiert, wenn man dazu schnell unterwegs ist. Jetzt habe ich die Bremsen wieder angelegt aus Versehen. Ich nehme mal den falschen Knopf, das ist mir in der Aufnahme vorhin auch schon passiert. Richtig blöd. Dann lassen wir kurz mal den offen. Und dann gebe ich jetzt mal Gas. Und zwar so richtig Gas, damit ihr seht, was passiert. So, dann passiert nämlich das da. Das kennen wir ja aus Eisenbahnromantik, in jedem zweiten Eisenbahnromantik-Video, wo so ein Dampflok so losfährt. Also ihr müsst mit der Leistung echt vorsichtig sein. So, dann fahrt ihr erstmal gemütlich an, das Signal ist ja offen. So, dann können wir den hier zumachen, weil wir jetzt ja den Bremsdruck nur langsam wieder auffüllen wollen. Ich muss mal hier alles nochmal ein bisschen einstellen. Vorhin von den Aufnahmen habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, nämlich die Halttafel, die muss ich noch wegmachen. Auf geht's. So. Können wir ein bisschen mehr aufschalten, also aufschalten, ein bisschen mehr aufregeln oder wie man das bei der Dampflok nennt, weiß ich jetzt nicht. So, und wenn wir dann am Rollen sind, dann können wir die Zylinder hier wieder zumachen. Und ich sag euch, ich habe mich jetzt schon verliebt in dieses DLC, großartig gemacht. Auch von der Landschaft her, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr gut. Also großartig. Man fühlt sich so direkt zurückgeholt in diese Jahre, in der das Setup ja von diesem DLC hier spielt. So, wenn wir jetzt so bei 15, 16, 17 km/h sind, dann können wir den Richtungswender auf 50% zurückdrehen. Dann brauchen wir weniger Kraft. Und dann geht es jetzt erstmal 14 Meilen Richtung Acton Bridge. So, jetzt gucken wir mal. Der Alexander, den möchte ich begrüßen. Der 07 Paul ist auch da. Guten Abend. Und der Limetz ist da. Guten Abend. So, jetzt können wir richtig Gas geben hier. Und dann gucken wir mal, was die Lok braucht. Also die brauchen relativ lange, bis sie auf richtig schöne Geschwindigkeit kommen. Aber wir haben jetzt 14 Meilen, um das alles zu testen. Ich mache mal oben die Signale aus. Die Signale in England, die kennen wir ja. Gibt es ja eigentlich nur drei oder vier verschiedene. Es gibt grün, es gibt rot, es gibt zweimal gelb und es gibt einmal gelb. Mehr ist da ja nicht. Zugsicherungssystem haben wir natürlich keins mit an Bord. Wir sind ja hier mit Dampflokomotiven unterwegs. Bei deutschen Dampflokomotiven wurde PCB nachgerüstet, tatsächlich. Also das ist kein Witz. Ja, ich weiß nicht, ob es so ist. Ja, gute Quelle, dass es so ist. Und dann, ja, wollen wir uns auch mal die Dampflokomotiven heute ein bisschen durch die Gegend tuckern. Also ich finde das klasse. Das ist großartig, das DLC. Also wirklich. Die Loks funktionieren. Also ich hatte bis jetzt, ist mir noch nichts aufgefallen, was jetzt irgendwie nicht so funktioniert hat. Nämlich es war die Einführung, das werdet ihr morgen dann ab, ich denke mal 16 Uhr, spätestens 16 Uhr, müsste die erste Einführung eigentlich machbar sein. Dass wir dann um 18 Uhr das erste Szenario auch morgen zu sehen bekommen.
Die Einführungen sind ein bisschen dürftig. Das sage ich euch gleich vorweg. Den Rüstungshebel, ob man den auch steuern kann. Ja, das ist dieser hier. Das ist den, den ich zu Beginn, ganz am Anfang, Bruno, habe ich den auf 75% hochgedreht. Das ist der Richtungswender. Das an. Ist das nicht großartig? Auch die Teile, wie sie sich hier unten bewegen. Vor allem die Reifen verschwimmen auch nicht so schlimm. Aber großartig, oder? Ganz großes Kino, DTG. Chapeau. Schneller werden wir jetzt nicht, jetzt gucken wir nochmal die Leistungslinie ein bisschen runter zu machen und dann nochmal schneller werden. Auf dem Richtungswender ist das quasi. Toll, wenn ihr das zu laut findet, ist das kein Problem. Das kann ich ohne weiteres direkt runterdrehen. Geht das erstmal Richtung Actonbridge. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, wer von euch hat sich denn das DLC gegönnt? Würde mich mal interessieren. Der Heizer hat eine Animation, guck mal. Gut, dass du es fragst, Neoxon. Der schiebt fleißig die Kohlen. Das mit der Schaufel, okay, da sind keine Kohlen drauf, aber das ist jetzt eher, eher ein Schönheitsfehler. So, der Kurti ist da. Westfrankenbahn habe ich nichts mit zu tun, nee. Ist ja cool, dass er eine Animation hat. Man kann hier übrigens auch die Kohlentür aufmachen, das geht auch. Das ist aber ordentlich schaufeln, ne? Also 100% beim Richtungswender kann man gar nicht einstellen. Sinn und Zweck davon, den Richtungswender runterzudrehen, ist einfach nur, weil man dann weniger Kraft auf den Zylindern hat, wohl anscheinend. So wurde es zumindest in der Einführung erklärt. Wie gesagt, ich kenne mich mit Dampflokomotiven jetzt so nicht direkt aus. Das heißt, ich muss mich da so ein bisschen auf mein Verständnis für das, was ich hier sehe und so verlassen. Und ja, also mir, also in der Einführung wurde es so erklärt, dass dann weniger Kraft gebraucht wird oder weniger Kraft ausgeübt wird. Irgendwie sowas. Wir fliegen mal kurz hier vorne mal so ein bisschen hin. Machen nochmal einen Soundcheck. Auch die Dampfwolke, ne? Ist doch mega, oder? Kann man sagen, was man will. Wir gucken mal an der Brücke, ob unter der Brücke der Rauch kleben bleibt oder ob er da durchgeht. Ich suche jetzt auch mal nach Bugs. Der Kimi-LP ist da. Guten Abend, Kimi. Ja, so halb durch, ne? Das ist keine Schmalspur, das ist Normalspur. Let's Dominic. Auch an dich einen wunderschönen guten Abend natürlich. Das Makrofon, das hören wir uns natürlich auch mal an. Gibt's direkt mal Erfahrungspunkte für. Ja, sehr geil, oder?
Ganz großes Kino. Also ich liebe dieses DLC jetzt schon. Er ist immer noch ordentlich Kohle am Schippen, ne? So, ich habe jetzt das mit dem Dampf. Also an diesem Pfeil hier erkennt man, ob die Anzeige nach oben oder nach unten geht. Das hier ist der Druck auf den Zylinder, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hier, das habe ich nicht so richtig verstanden, wofür der ist. Aber das hier ist auf jeden Fall, wir haben hier einen Ventilator irgendwo. Wenn wir den aufmachen, da wird wohl irgendwie Luft da reingepustet oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. So, nö, schnell langweilig finde ich das gar nicht. Cedric sagt, die Ballons und die Lokfahrt passen farblich sehr gut zusammen. Ja, mich erinnert das auch irgendwie, habe ich so direkt Harry Potter. Also wenn die Lok jetzt noch rot wäre, dann wäre das aber, wir gucken uns gleich mal das Interieur von den Wagen nochmal an. Das haben wir jetzt, wie gesagt, wir wollen uns das alles mal in aller Ruhe angucken. Wir haben genug Zeit. Die Let's Plays, die gehen ja morgen dann auch los und vor allem wird es ja am Samstag dann, wenn wir um 12 Uhr den 24-Stunden-Livestream anfangen, wird es ja Spirit auf Steam bestimmt auch die eine oder andere Folge geben. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir werden diese Woche noch genug Spirit auf Steam sehen. Also wir haben insgesamt übrigens 5 Einführungen zu fahren. Zweimal die Lokomotive, einmal werden Signale erklärt, einmal die Streckeneinführung und einmal haben wir die Betankung. Die seht ihr morgen alle. Dann das erste Szenario und dann haben wir 6 Szenarien insgesamt zu fahren. Also da sind wir die ganze Woche noch ordentlich beschäftigt hier mit Spirit of Steam. Meine Lieblingsstrecke DLC unterscheide ich nach den Ländern. Also in England ist es aktuell die Southeastern High Speed. Von den deutschen Strecken ist es die Taranta Rampe. Nicht gefolgt von Dresden-Isar. Amerikanische Strecke, meine Lieblingsstrecke von den amerikanischen habe ich eigentlich nicht so richtig. Weil ich die alle nicht so richtig klasse finde. Zumindest hält der Kessel die ganze Zeit. Ich hoffe, dass mit der Geschwindigkeitsanzeige da oben alles passt. Wir können ja mal kurz, solange wir hier noch fahren, also wir haben ja zweimal grün gehabt. Also die Strecke, die ist schon interessant, weil wir hier relativ große Bahnhofsanlagen haben. Tatsächlich. Und davon nicht nur eine, sondern wir haben hier oben noch eine riesig große Anlage. Wie man hier sieht. Und dann haben wir hier nochmal eine riesig große Anlage. Und hier hinten haben wir nochmal eine riesig große Anlage. Also das ist schon ein Wahnsinn, was hier an Gleisen verbaut worden ist für diese kurze Strecke. Aus Auswärtsstudien möchte ich gerne am Gleis 9 Dreiviertel laufen, aber nicht so hart gegen die Wand, das gibt Kopfschmerzen. Was arbeiten hier. So, ja, alles so ein bisschen im Auge behalten. So, dann haben wir noch 5 Meilen. Das Bremsen ist bei der Lokomotive gar nicht so einfach. Da muss man ein bisschen ein Gefühl für entwickeln. Aber ich finde es großartig, dass die Dampfloks endlich da sind. Jetzt haben wir eigentlich fast alles da. Fehlt nur eine Pressluft-Lokomotive, wie es ja auch gab.
Aber jetzt haben wir Dampfloks, Diesel und Elektro. Jetzt sind wir mit allem versorgt. Jetzt muss natürlich, darf dieses Dampflok-Thema natürlich nicht einschlafen bei TSW. Das ist jetzt ganz wichtig. Also hier mein Appell an DTG, lasst das bitte nicht einschlafen. Arbeitet weiter an Dampflokomotiven, vor allem nicht nur England, ne? Also so, Deutschland ist jetzt auch kein Land, welches arm an Dampflokomotiven war. Mein Highlight wäre natürlich Big Boy in den USA zu fahren. Der Sprengstoff ist da, guten Abend. Wir werden danach nochmal eine Gütertour fahren, weil das hier ist jetzt ja Personentour. Also die grüne Lok, die P6, die ist quasi für den Güterverkehr gedacht. Die F8 oder 8F ist dann für den Güterverkehr gedacht. Also Abwechslung haben wir hier auf jeden Fall auch mit Güterverkehr und natürlich auch mit dem Personenverkehr. Wasserstofftriebzüge, ja, die würden auch noch fehlen, aber die sind ja jetzt gerade aktuell noch in der Erprobungsphase, aber die sollen ja ganz gut funktionieren, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise auch gelesen. Ich war heute noch ein bisschen entsetzt darüber, was die Deutsche Bahn heute für eine Pressemeldung rausgegeben hat, aber naja, bei meinen Überstunden kann ich ja noch ein bisschen mehr arbeiten. Ich Idiot muss ja den RFU bestehen, heißt, ich muss weiter zur Arbeit kommen. So, es geht 3 Promille bergauf, 2,8 Meilen haben wir noch. Ich würde mal, um uns so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, würde ich sagen, dass ich mal so bei 1,5 Meilen so langsam anfange, mal abzuschalten und mal rollen zu lassen und dann mal zu schauen, wie das alles funktioniert mit den Bremsen. Also in den Einführungen hat es gut funktioniert. Oh, Kurti, was ich vom 9-Euro-Ticket halte, da am besten den Livestream von Sonntag nochmal anschauen. Ich möchte jetzt gar nicht so richtig drüber nachdenken, sonst kriege ich wieder ein Herzkasper, so ein bisschen. Oh, 70 mph haben wir jetzt. Haben wir eigentlich irgendwo einen Tacho? Man könnte ja irgendwo sehen, wie schnell wir sind, oder? Suchen wir gleich mal. Ich schalte mal ab. Also da haben wir einen... Wo ist mein Geschwindigkeitsanzeiger? Okay, also man kann hier hinten die Lampe übrigens anmachen. Das ist auch ein sehr cooles Feature. Da haben wir auch ein bisschen Licht drin, ne? Ich wundere mich gerade, dass man hier nicht sehen kann, wie schnell man ist. Irritiert mich jetzt ein bisschen. Oh, 0,7 Meilen. So, wenn ihr merkt, dass ihr zu früh gebremst habt oder zu früh zu stark gebremst habt, dann einfach wieder aufmachen, dann einfach mal die Bremsen weiter wirken lassen. Ja, ihr seht, dass wir werden langsamer, weil wir hier noch keine 21 Bar wieder drauf haben. Und wenn ihr merkt, dass das zu viel ist, einfach hier wieder aufmachen, dann geht die Bremse relativ schnell wieder auf. So, jetzt bläst er ab, weil wir zu viel Druck haben auf dem Kessel. Hier 225 Bar. Also wir sollen über... Wir sollen gar nicht anhalten hier. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? So viel zu dem Thema. Boah, ist das nicht geil. Wir sollen hier nur vorbeifahren. Runcorn-Bahnsteig. Da soll man auch nur drüber fahren. Über einen Ort fahren. Wer lesen kann, ist hier wieder klar im Vorteil.
gebe mal mehr Kraft auf den Zylinder. Aber von der Beschleunigung her sind die echt nicht so klasse. Aber ich weiß nicht, wie Dampfloks in der Realität halt tatsächlich beschleunigen. Ja, der Zylinderdruck, den kriegen wir hier auch irgendwie nicht so richtig hoch. Frage, ob wir da irgendeine Möglichkeit haben, den nochmal ein bisschen anzuheben. Sandstreuer haben wir. Ich drücke hier irgendwelche Knöpfe und ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt runterziehe. Und was ich auch für ein Problem habe, ist, dass ich ständig versuche, die Siefer zu drücken. Obwohl die hier auch keine Funktion hat. Der Tobi ist da, guten Abend. So, den Reverse haben wir auf 25 stellen. Also in der Einführung wurde das irgendwie anders erklärt. Oh, wo kommen diese langsamen Geschwindigkeiten auch nochmal her? Warum stand noch 60? Da sind wir gleich eh dran vorbeigefahren, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal groß bremsen. Ja, ganz schön am Backen, das Ding, ne? Sieht man jetzt von draußen nicht so, aber wenn man drinnen sitzt, ist das schon heftig. Dort ist Matt letztens erklärt. Okay, Tobi, wir probieren mal ein bisschen rum. Also die Einführung habe ich heute schon gespielt. Da wurde gesagt, man soll einfach nur auf 50% runter machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, umso niedriger man hat, dass man dann vielleicht zum höheren Geschwindigkeitsbereich mehr Power hat oder so. Vielleicht muss man das mal von den Dampflok-Experten erklären lassen. Matt ist jetzt nicht unbedingt den ich zu Eisenbahnthemen befragen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt geht der Zylinderdruck tatsächlich nach oben. Kann aber auch daran liegen, dass wir jetzt 7 Promille in den Berg hochfahren. Können natürlich auch sanden, das geht auch. Aber jetzt sollen wir erstmal über Runcorn fahren. Fahren wir eigentlich die komplette Strecke ab jetzt? Ja, wir fahren erstmal nur bis in die Mitte. Das ist schon eine relativ lange Strecke hier. Gelben Vorsignale übrigens genauso wie wir es auch von der West Somerset Railway kennen. Jetzt haben wir immer Angst, aber. Promille Gefälle haben wir. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen gerader.
Also ich finde das Addon auch klasse, Sprengstoff. Ganz ehrlich, also das spielt ja eine andere Liga, kann man, also ist auf jeden Fall erstmal geil, dass es Dampflokomotiven jetzt überhaupt mal gibt, ne? Und ich habe auch eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Dampflokomotiven jetzt überhaupt schon kommen. Ich hätte eigentlich mit dem großen Sommer-Update, wie letztes Jahr mit wie wir es letztes Jahr mit dem Rush Hour Update hatten, hätte ich eigentlich gedacht, dass wir sowas in der Art geliefert bekommen. Aber habe ich mich für was einem besseren belehren lassen hier. Das ist geschlossen, ja. Der Auswerfer. Den hier könnten wir noch zumachen. Aber den brauchen wir eigentlich die ganze Zeit, weil sonst verlieren wir hier unten Druck. Und dann bremst er irgendwann von selber. Deswegen, der Kleine muss immer offen sein. Aber der Große ist zu. Aber der Dampf ist ja eigentlich gleichmäßig. Das geht ja. So, oben in der Mitte die runden Dreher. Die hier haben keine Funktion, die beiden. Also schon großartig gemacht, Leute. Kann man echt nicht meckern. Aschenbecher ist auch da. Wunderbar. Aber ich glaube, mit dem Ding kann man echt eine Menge Spaß haben. Also den habe ich euch eigentlich schon den Inhalt verraten, was ihr überhaupt geliefert bekommt für 30 Euro. Nein, aber kann ich ja noch machen. Also ihr habt die zwei Lokomotiven. Es gibt noch ein Service-Car. Das müssen wir uns gleich mal angucken, ob das auch wählbar ist. Wenn wir hier mit der Fahrt durch sind, gucken wir uns das mal an. Also wir haben ein Service-Car. Mal ein bisschen ausrollen lassen hier. Geht auch ein bisschen steil bergab. 9 Promille. Ihr bekommt die zwei Lokomotiven. Ihr bekommt die Strecke. Die Strecke hat, wenn ich mich nicht irre, 56 Kilometer, 38 Meilen. Ihr müsst sammeln 100 Collectibles, 10 Achievements und an Fahrten habt ihr 40 Journeys, 6 Szenarien und ihr habt 135 Fahrplanfahrten mit dabei. So, ich lasse die Bremse langsam füllen, weil es geht ja auch immer noch bergab. Also jedes Mal, wenn ihr die Bremsen schneller befüllt haben wollt, einfach den da ausmachen, also den aufmachen und dann geht das hier unten los. Jetzt haben wir wieder zu viel Druck. Das kann man hier draußen auch sehen, dass er da jetzt das Überdruckventil da oben den überschüssigen Dampf ausbläst. Dann müssen wir doch noch mal ein bisschen bremsen hier. Der TT ist da. TT, wenn du ein bisschen hoch scrollst im Chat, dann siehst du, dass der Einer sogar hier war. Oder hier ist, als Zuschauer. So, jetzt geht's über Mosley Hill. Ist das nicht großartig hier? Boah, wie geil das gemacht ist, oder? Also ich finde selbst die Landschaft finde ich super gestaltet hier. Die Impressionen vom Licht gefallen mir auch sehr gut. Irgendwo kommt man auch ein bisschen Dampf noch ablassen, wenn es mal zu viel wird. Weil jetzt wird es langsam zu viel. Bei den Dampflokomotiven, Emil, muss man auch den Kessel so ein bisschen im Auge behalten, sonst macht es nämlich Peng.
Kurti, für die Güterzüge benutzen wir dann die andere Lok. Irgendwo kommt man hier. Oder kann man auch Dampf noch ablassen? Jetzt werden wir aber erstmal zu schnell. Jetzt muss man ein bisschen anbremsen hier. Ja, das hier hat mit der 187 tatsächlich nichts zu tun. Aber gleich dürfen wir ein bisschen schneller fahren, dann werden wir den Druck auch los. Guckt euch mal die Bahnanlagen hier an. Wahnsinnig, oder? Fliegen wir kurz dahin. Mal hier. Ist doch großartig. So, jetzt können wir wieder Gas geben. So, der Agent Henker ist da. Guten Abend. Jetzt werde ich mal Mini-Frauschi höflich beten, ob sie das große Licht mal ausmacht. Ich habe hier mein eigenes Licht. Das wird dann machen. Und ein bisschen runterkippen, damit das alles passt hier. Meine Frau war ja so freundlich, ich habe mein Ringlicht wieder gegeben für den RFU, den ich vorletzte Woche hatte. Die ersten Witze werden hier gemacht über Oberleitung. Die braucht man hier nicht, wie sie mag. Das Ding fährt mit Unterbodenstrom. Also der Strom wird durch die Gleise geschoben. Was hier natürlich ein bisschen ungewohnt ist, ist, dass man so wenig von der Strecke sieht aus dem Fenster raus. Einfach mal ein bisschen rumdrücken, mal gucken, was so passiert. Jetzt machen wir auch, das ist mal so richtig Dampflokführer hier. Da ist auch an das kleine Fenster hier an der Seite gedacht. Ich komme mit den Loks bis jetzt ganz gut klar. Also ich finde die jetzt auch gar nicht so schwer. Ich habe mir das alles ein bisschen schwerer vorgestellt, aber das ist schon okay, so wie es ist. Und Lipsy fragt, ob ein ICE auch ohne Strohabnehmer fahren kann. Der Ventilatorknopf, der funktioniert nicht so richtig. Eine vordere Luftklappe haben wir hier. Das ist ein Auswerfer.
Achso, das ist der Auswerfer, ja klar. Jetzt weiß ich's wieder. Der Patrick ist da, guten Abend. Anjinin ist da, guten Abend. Fahren wohl anscheinend wirklich die komplette Strecke einmal ab. So, jetzt gucken wir, jetzt gehen wir hier nochmal eine Runde fliegen. Weil jetzt kommt die riesig große Bahnanlage hier. Guckt euch das an hier. Was sie hier hingezimmert haben, das ist doch Wahnsinn. Guckt euch das an. Noch Stellwerke hier, riesengroße Gleisanlagen. Das ist doch Wahnsinn. Werden wahrscheinlich alles Dummies sein. Wobei ich könnte auch alles benutzbar sein, man weiß es nicht. Also das ist schon krass, was sie hier gezaubert haben, also wirklich. Elias ist da, guten Abend. Kommen langsam Richtung 70. Ein Szenario mit dem ICE, das ist aber kein originales Szenario, also da würde ich nicht unbedingt drauf achten. Na guck mal, da können wir abschalten. Also abschalten. Jetzt ist die Frage. Ich guck mal kurz in die Einstellung. Mich würde mal interessieren. Man irgendwo Druck ablassen kann. So, 2 Meilen noch. Jetzt haben wir wieder zu viel Druck. So, 3 Promille geht's bergauf. Mal schauen, ob das reicht mit den 40 bei 1,6 Meilen. Also großartig, oder? Gucken gleich nochmal die Fahrzeuge durch, weil es soll ja noch ein drittes Fahrzeug geben. Ja, das reicht für die 40, wunderbar. Übrigens, AFB haben wir keine. Dachte, ich sag's mal. Der Tretbootfahrer ist da, guten Abend. Und der Soundtracker ist auch da. Ja, kann man mal wieder ein bisschen mehr Leistung geben hier.
jetzt wieder schneller, müssen wir noch ein bisschen Leistung rausnehmen. Noch sind wir nicht ganz bei den 40. So, Edge Hill ist unser nächster Halt. Dann sind wir schon vor den Toren Liverpools anscheinend. Oder sind wir in Liverpool losgefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, wir fahren nach Liverpool. Immer noch Fahrt mit Fahrer warten. Dann dürfen wir gleich schon nur 20 fahren. Können wir eigentlich gerade weiter runterrollen lassen. Fahrt mit Halt erwarten. Der Mick Meyer ist da. Zur Anfield Road, den Jürgen Klopp besuchen. Könnte man machen, ne? Aber ich glaube, zu dem Setting, wo das hier alles spielt, da war ja noch kein Trainer beim Liverpool. So, lassen wir mal weiter. Oh, da vorne ist Halt. Ja, da ist was Grünes. Ja, das ist jetzt das mit den Bremsen. Jetzt machen wir den hier auf, dann füllen die Bremsen schneller. Das ist großartig, oder? Auch mit den Dampffolgen, das ist super gemacht. Kann man sagen, was man will. Also großartige Arbeit geleistet hier an der Stelle. Das sind so die kleinen Dinge, an denen ich mich erfreue. Mit Trains in World. Kommen! Der ICET, der kann nicht ohne Strom fahren. Der ICET, die Ellipsi ist das. Der kann ohne Strom fahren. Der hat nämlich einen Diesel. Das ist ein Dieseltriebzug. Wie können wir denn da über einen Ort fahren? Aber wir sollen da dran vorbeifahren. Ist das noch gar nicht Liverpool? Ich dachte, das wäre schon Liverpool. Okay. Mein Fehler. Ich muss hier meine Analysen aufmachen. Ich sehe nämlich gar nichts. Dann kann man nochmal kurz auf 30 hoch beschleunigen. Emil, ich hoffe auch, dass die auch bei den Dampflokomotiven müssen die dranbleiben. Da ist so viel Potenzial jetzt drin, ne? In der Nummer. Großartig. Da hätte ich nicht mitgedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ich war ja eigentlich eher, also ich habe den ganzen Tag hier auf heißen Kohlen gesessen, muss ich dazu gestehen. Und
drauf gewartet, dass endlich losgeht. Und ich war aber auch ein bisschen nervös, weil ich weiß nämlich noch, dass ich mit den Dampflokomotiven bei Train Simulator immer so viele Probleme hatte. Weil jetzt ist natürlich hart dunkel. Ich werde gleich mal ein Szenario nochmal, oder das nächste Journey, was wir machen, das machen wir tagsüber. Dass man ein bisschen mehr sieht. Aber das ist auf jeden Fall mal schon mal ein gutes Zeichen hier, dass man dann schon mal die Eindrücke vom verbauten Licht auf der Strecke mal so ein bisschen mitnehmen kann. Also ist das gar nicht so verkehrt, dass wir damit mal anfangen. Und dann begrüße ich den Okotim, der ist da. Guten Abend. Ich bin schon fast eine Stunde auf Sendung und ich habe noch gar nicht Werbung für den Discord gemacht. Uiui, jetzt habe ich gepennt. Schnell bremsen hier. Ich hab ganz vergessen. Also wer auf den Discord kommen möchte, der Link kommt gleich. In die Chats könnt ihr dann euch gerne einloggen. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass ich am Twitch-Kanal ein bisschen rumgebastelt habe. Da hat sich ein bisschen was verändert. Und da habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen was unter die Bilder drunter geschrieben, die unter dem Livestream sind. So, ansonsten gerne ein Abo dalassen, wer es noch nicht gemacht hat. Oder ein Follow bei Twitch könnt ihr auch gerne dalassen. Ihr dürft auch gerne abonnieren bei Twitch und mich dann aktiv unterstützen. Für die YouTube-Zuschauer habt ihr natürlich auch eine Möglichkeit, mich aktiv zu unterstützen, indem ihr Mitglied auf dem Kanal werdet. Ab 99 Cent im Monat könnt ihr dort Mitglied werden. Und dann bekommt ihr im Discord auch einen speziellen Rang und unterstützt mich damit dann aktiv dabei, meinen Content zu verbessern bzw. auch mehr Content zu produzieren. Oder auch neue Spiele oder Hardware zu finanzieren. Was ich auch sehr gerne aus eigener Tasche mache. Das DLC übrigens habe ich diesmal nicht von DTG bekommen. Die ignorieren mich. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin doch so ein netter Kerl. Wenn ich schlafe. Dann sind wir die komplette Strecke einmal abgefahren, tatsächlich. Also, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 40 Minuten circa. Wir werden es ja gleich in der Auswertung sehen. Ich muss die Auswertung eh speichern. Aber der neue Gamer schreibt gerade, was ich zu Anfang gesagt habe, dass nicht jeder unbedingt zu Beginn sich die Strecke holen wird, sondern sich erstmal anguckt. Es soll jeder für sich selber immer entscheiden, welche DLCs er sich holt oder nicht. Ich gebe euch immer nur so ein bisschen, ja, meine Meinung, sage ich mal, mit, oder zeige euch ja halt auch so ein bisschen, wie die DLCs halt sind. Gibt ja auch Leute, die zum Beispiel nur deutsches Zeug kaufen, weil sie auf den auf den amerikanischen, englischen Kladderadatsch keine Lust haben. So, ganz wichtig beim Einfahren in Bahnhöfen ist, dass ihr jetzt hier vorne den riesen Anbau mit dem Kessel habt, ne? Also ihr seht das, ne? Ich mach's jetzt mal an, damit ihr das seht. Das ist ganz wichtig, wenn ihr das DLC habt und ihr in Bahnhöfe einfahrt, ne? Diese Yard-Anzeige dort vorne, das ist, wo ihr sich steht. Also von diesem Standort hier, also auf dieser Höhe hier, von da sind es noch 34 Yards oder 43 Yards bis da vorne. Ihr müsst echt drauf achten, weil wenn ich nämlich jetzt wirklich auf 0 Yard ranfahren möchte, dann macht's Puff. Dann stehen wir da hinten auf dem Bahnsteig drauf. Da müsst ihr echt drauf achten. Ja, guck mal, das sind immer noch 12 Yard, ne? So, wir machen die Türen auf. Dann geht's gleich mal an die Fahrzeuge. Dann gucken wir uns gleich mal die Fahrzeuge an. Weil es soll noch ein Ding mitgeliefert werden. Ich bedanke mich beim Emil. Du bist der 12. oder das 12. Mitglied hier auf dem Kanal. Dankeschön. Der Torben ist da. Guten Abend, Torben. So, der Okotim ist genauso einer, der nur deutsche Sachen fährt. Ja, wie gesagt, das soll halt jeder für sich selber entscheiden. Also, ich mach's ja wirklich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so privat spielen würde, würde ich wahrscheinlich die amerikanischen Strecken auch eher aussparen. Würde mich eher auf das europäische konzentrieren, aber ich möchte euch ja alles zeigen, deswegen nehme ich auch mal gerne die amerikanischen Strecken dann doch noch mit. Aber ja, ich habe jetzt relativ zu Beginn heute vom Livestream auch schon mal erwähnt, dass von den amerikanischen Strecken habe ich auch ehrlich gesagt keine so richtige Lieblingsstrecke.
So, jetzt können wir gleich nochmal hier ein bisschen rumfummeln. Mal gucken, was wir hier noch so an Knöpfe finden an der Lok. So, das war unser erstes Erfolgserlebnis hier. Sogar eine Goldmedaille direkt mal zum Start mitgenommen. Was willst du denn mehr? Und was haben wir denn da? Ah, da ist die Mitgliedschaft von Emil nochmal im Bild eingeblendet. Danke, Emil. An der Stelle nochmal. Und wir haben eine Errungenschaft sogar freigeschalten. Jetzt muss ich mal gucken, was das für eine ist. Oh, sogar zwei hier schon. Wann habe ich denn die erste abgeschlossen? Schließen Sie einen Zugdienst mit Spirit of Steam ab. Fahren Sie Jubileo-Class-Lokomotive vor 100 Meilen. Tatsächlich schon zwei Achievements freigeschaltet hier. 2,8% habe ich dann jetzt schon. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe die Collectibles noch gar nicht angefangen zu sammeln. Uiuiui. Okay, alles klar. Wir gehen mal kurz ins freie Spiel und schauen uns jetzt erstmal in aller Ruhe mal hier alles an. Also wir steigen mal aus. Dann gehen wir mal in die Wagen. Also wir haben hier erstmal einen Gepäckwagen, ne? Oder ein Gefängniswagen oder was soll das hier darstellen? Ja, ein Gepäckwagen muss es ja sein, weil da könnte ja jeder Gefangene raus, aber wir könnten auch einen Gefangenen einsperren. So, dann haben wir hier einen Bremswagen, da kommen wir sogar diesmal rein. Also hier kann mitgebremst werden. Hier haben wir ein Notbremsventil, da haben wir eine Ersatzkuppel, auch sehr cool. Und wir haben hier natürlich eine Handbremse. Das ist ja früher bei der Eisenbahn normal gewesen, dass irgendwo auch nochmal ein gebremster Wagen mit drin war. Hier haben wir einen Lichtschalter für Licht an- und auszumachen und da können wir auch nochmal das Zuglicht an- und ausmachen. So, dann gehen wir mal weiter. In den Wagen der zweiten Klasse ist das. Also das ist doch so richtig 50er Jahre, oder? Freunde. Der neue Gamer, wie lange du schon Mitglied bist? Ich glaube 8 Monate oder was. Das kann ich jetzt leider nicht nachschauen hier, während wir sind der Lausitzer, den habe ich noch gar nicht begrüßt. Moin Lausitzer. Dresden-Chemnitz ist deine Lieblingsstrecke, habe ich mir fast gedacht bei deinem Namen. Toilette geht nicht rein, wir gehen mal weiter hier. So, jetzt sind wir im nächsten Wagen. Ist auch nochmal zweite Klasse. Mal gucken, ob da auch nochmal ein Bremswagen mit dabei ist. Nee. Nochmal zweite Klasse. Also wir gehen jetzt nach hinten auch nochmal in die erste Klasse. Gucken uns die Wagen auch nochmal in aller Ruhe an. Aber guck mal, drei verschiedene Wagen haben wir auf jeden Fall. Zwei. Also den mit dem Gepäckwagen, mit der Bremse. Dann die zweite Klasse. Und dann müsste irgendwann jetzt auch die erste Klasse kommen. Lohnt sich die Schweizer Arosa-Linie? Aber für mich hat sich... Ich habe echt Spaß mit der Arosa-Linie. Mir macht die Freude. Vor allem, weil sie gerade bergab ist es gar nicht so einfach mit dem Ding. So, jetzt sind wir in der ersten Klasse. Und das ist jetzt da, wo ich vorhin war, was mich so hart an Harry Potter erinnert hat. Jetzt mal ohne Flachs, oder? Wenn man sich hier reinsetzt, ne? Könnte man doch echt meinen, man sitzt hier in so einem Hogwarts-Express oder sowas, ne? Das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist bei der Streckeneinführung. Werdet ihr morgen sehen, was ich damit meine. Also, da haben wir nochmal einen Wagen der ersten Klasse. Der ist genauso wie der davor. Toiletten haben wir natürlich auch mit an Bord. Die können wir aber nicht öffnen. Wäre interessant gewesen zu sehen, ob... Wie viele Wagen haben wir denn dabei gehabt? Wieso ist denn das hier so dunkel? Also Licht ist auf jeden Fall mal an. Aber jetzt müsste hier finito sein. Oh, guck mal, wir können sogar hinten rausspringen. Wenn wir lustig wären. Okay, das war der erste Teil. Jetzt gucken wir uns natürlich die Lokomotive nochmal an und werden da mal die Funktionen so ein bisschen durchgehen. Was wir denn dort noch alles für Funktionen mit dabei haben. Laufen wir in der Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal irgendwo ein Collectible mitnehme. Die müssen ja auch gesammelt werden. Collectibles haben wir hier übrigens. Wir haben Plakate. Wir können ja mal gucken, ob ich hier jetzt von jeder Art einen finde. Also da haben wir diese Plakate, Collectibles. Reisepakete, London for your holidays. Dann gucken wir mal, ob wir hier nochmal was finden. Eigentlich müssten wir hier in den großen Bahnhöfen wie immer von jeder Art mindestens mal einen finden. Dann haben wir das nämlich auch gerade mal durchgeschaut. Da haben wir die Feuereimer. Die kennen wir auch schon. Die war West Somerset Railway waren die schon dabei. Na, dann soll es irgendwo Plakate geben noch. Also jetzt nicht nur die London-Plakate, sondern auch noch andere. Wir gucken mal, ob wir hier noch was finden. Da haben wir nochmal ein großes Plakat. Dann haben wir 4. Oh, guck mal, Waits for your holidays. Das sind sogar verschiedene Plakate. Kann man sich sogar noch ein bisschen dran erfreuen an der ganzen Geschichte. Da geht's nicht hin. Haben wir da drüben irgendwas, was nach Collectible aussieht? Also es gibt auf jeden Fall 4 verschiedene. Das ist, so viel steht fest.
So, hier haben wir ein Wasser. Ein Wasserturm, wo wir Wasser mit nachfüllen können. Ah, genau, hier die Feuertonnen, die Feuerschalen, die können wir auch noch aufmachen. Auffüllen. Und Kohle. Okay, also wir haben die Feuertonnen, wir haben Kohle, wir haben Plakate und wir haben die Löscheimer. Dann haben wir doch alle Collectibles beisammen. Dann gehen wir mal wieder zurück auf die Lokomotive. So, also wir können hier hinten. Hier hinten können wir erstmal das Licht bedienen. Das haben wir schon mal gemacht. Warum schaut so eigentlich ein Bahnhof Kohle? So, dieses Ding hier konnte man auch bewegen. Frischdampf-Injektor-Wasserventil. Da müsste ich mal nachgucken, was das überhaupt ist. Das hier ist ein Abdampf-Wasserventil. Dann haben wir hier die Handbremse. Die ist vollständig angewandt. So, hier oben haben wir soweit nichts mehr. Was wir natürlich machen können ist, wenn der mich hier rauslässt. Geh weg. Dankeschön. So, wir können hier hinten die Kohletür aufmachen. Können entsprechend in den Tender reinschauen. Dann gucken wir mal weiter. Wir stehen an der Heizerstation. Was heißt das jetzt? Kann ich jetzt heizen oder was? Ja. Okay, also. Was haben wir hier? Wir können... Dampfheizungsregelventil, das ist für die Heizung für hinten. Pfeifen können wir hier. Schauglas, dann wird hier bei diesem Glas hier, glaube ich, kein Wasser mehr nachgefüllt. Das können wir übrigens auch entleeren. Jetzt müsste es leer bleiben, sobald ich das aufmache, müsste eigentlich Wasser wieder nachkommen. Also wir machen das mal so, einmal zu, einmal entleeren, einmal wieder absperren. Jetzt dürfte es nicht und wenn ich das hochmache, kommt neues Wasser rein. Wofür dieses Schauglas ist, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Vielleicht kennt sich ja einer von euch mit den, den Dampflokomotiven da besser aus als ich. Das Shortcut ist Steuerung 0. Für wieder direkt in die Lokomotive zu hüpfen. So, hier haben wir einen Ventilator. Damit können wir Frischluft in die Brennkammer reinpacken. Wir haben hier die Feuerkammertür. Die können wir auf und zu machen. Dann haben wir hier oben noch irgendwas Interessantes. Dampfheizung. Da würde ich auch gleich noch mal was gucken. Und den Rest der Knöpfe, die haben wir uns jetzt schon angeguckt. Den kennen wir schon. Was ich jetzt gucken wollte, was euch bestimmt auch... Ah, den Wasserstand im Kessel kontrollieren kann man damit, jo. Das ergibt natürlich Sinn, dann müsste es eigentlich so sein, wenn ich das hier aufmache, müsste da ja mehr Wasser reingehen, oder? Weil das ist ja... Frischdampf-Injektor-Wasserventil. Abdampf-Wasserventil. Da bewegt sich nicht. Im Eurotunnel gibt es kein Szenario, nein. Weil es den Tunnel einfach nicht gibt im Spiel. Also, was ich jetzt mal gucken wollte ist, wir haben ja die Dampfheizung und wir haben hier tatsächlich auch Dampfschläuche, ne, die mit angekuppelt werden, wenn wir hier kuppeln. Ja, wir haben da hinten dran ist die Bremse. Ja, ich gehe mal vorsichtig hier auf die andere Seite, damit wir das alles mal gesehen haben. Ja, Tür auf. Also, wir haben hier, da ist die Bremse. Dann haben wir natürlich unsere normale Kuppel. Die haben wir hier. Und dann haben wir hier den Dampfschlauch. Das ist für die Dampfheizung. Und der ist auch von Wagen zu Wagen weiter gekuppelt. Ne? Da auch wieder, da unten. Dampfheizung. Also das wunderbar gemacht. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Hauptmenü. Habe ich jetzt eigentlich die Auswertung abfotografiert? Glaube nicht. Muss ich nochmal im Nachhinein machen. Also, wir gehen ins Hauptmenü und gucken uns mal kurz an, welche Fahrzeuge mitgeliefert werden. Ja, heute geht es in erster Linie darum, alles einmal gesehen zu haben. Der Fahrplan-Modus, da klickt ihr drauf und dann habt ihr hier die Stania 8F und den LMS Jubilee P6, heißt das Ding dann im kompletten Namen. Keine Lackierung, kein nichts, aber ich war eigentlich der Meinung, dass da noch was anderes mitgeliefert wird. Aber... ist wohl nicht der Fall. Ich würde sagen, dann gehen wir mal direkt auf eine Runde mit der Güterzug-Lokomotive. Das ist eine Einführung, Güterzug, Witness, Speak Junction. Das klingt nach einem Plan, oder? Wie schwer so eine Kupplung ist, oh, was wird die wiegen? 15 Kilo? Irgendwas zwischen 10 und 15 Kilo wird es sein. So, da sind wir auf der anderen Lokomotive. Also, großer Unterschied haben wir eigentlich nicht. Es ist von der Bedienung her wirklich dasselbe, ne? Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen.
Wir machen jetzt erstmal den Richtungswender auf 100% nach vorne. So, dann müssen wir die Bremsen aufladen. Dann, was wir vorne jetzt natürlich auch nochmal gucken können. Ach, guck mal, da gibt es auch wieder schön viele Erfahrungspunkte hier überall. Ob wir hier vorne keine Zugspitze anbauen können. Holst du schon? Ach, guck mal, wir können hier tatsächlich so viele Lampen anbauen, wie wir wollen. Großartig, oder? Ja, das ist ja auch genial gemacht. Haben wir hier rauf. Aber wie funktioniert das jetzt? Was ist jetzt? Was ist denn jetzt, wenn ich hier oben eine Lampe anhaben will? Da oben. Ah, das geht auch. Okay. Ja, cool, oder? Drei weiße Lichter vorne, wie eine deutsche Dampflok. So, Trainspotting Hessen ist da. Ich werde auch gleich mal hupen mit der Dampfe. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Weil die Bremse ist gelöst, dann machen wir mal hier so ein bisschen Leistung auf die Dampflok. Mal gucken, wie das da vorne raus. Da muss ich mal näher rangehen, oder? Beim Hupen. Dann können wir ein bisschen mehr Gas geben. Dann guckt euch diese kleinen niedlichen Wägelchen an hier. Ist das nicht niedlich? Jetzt fehlt nur so ein Thomas, so ein Thomas DLC. Mit Thomas der Lokomotive. Ist das nicht großartig? Der Yoda ist da. Guten Abend. Die Szenarien, mein Limetz, die werde ich ab morgen im Let's Play zeigen. Die Szenarien zeige ich nur im Let's Play. Also da gerne den Kanal abonnieren und dann ab morgen einschalten. Immer um 18 Uhr kommen dann in den nächsten 6 Tagen die 6 Szenarien. Muss ich vielleicht für die neuen Zuschauer immer wieder zwischendurch nochmal erklären, dass ich die Szenarien tatsächlich nur im Let's Play mache. Also auch für die Twitch-Zuschauer, wenn ihr die Szenarien von mir gespielt sehen wollt, dann gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Der Link dazu, den findet ihr bei Twitch unter dem Livestream. Dort ist auch der Link nochmal für den Discord mit drin. Jetzt können wir mal ein bisschen mehr aufschalten, können die Leistung mal ein bisschen zurücknehmen. Der Kevin ist da, guten Abend. Morgen spielen wir übrigens auch alle 5 Einführungen. Also ich werde um 16 Uhr, denke ich mal, werde ich anfangen, die Videos hochzuladen. Train Live wird dann morgen mal ausfallen müssen. Oder beziehungsweise veröffentliche ich die Videos. 3 Einführungen habe ich halt schon aufgenommen, 3 muss ich morgen noch. Plus ein Szenario. Aber ich kann gleich nochmal kurz, wenn wir hier mit der Fahrt fertig sind, zeige ich euch gerne nochmal, wie die Szenarien heißen. Das kann ich natürlich heute schon machen. So, wir starten mittendrin. Klingelt jetzt hier wieder? Discord meldet sich zu Wort. So. Komm wieder oben sogar. Der Dampf beim Huben rauskommt. Da, 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 wo ist er? Wo ist er? Da. Großartig, oder? Er sagt, dass das DLC so richtig grottenschlecht ist, der hat keine Ahnung. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren hier. Das ist einer Thomas die Lokomotive Lackierung macht, da ist beinahe fast von auszugehen. So, wir haben grün. Dann würde ich sagen, geben wir mal Gas. Ein Lokomotiv, ne? Oder nicht? Ich bin der Chef, ich bin der Lokführer. Ja, da sitze ich hier auf dem Stuhl. Und das ist mein Azubi. Das ist
Der schippt die Kohle. Das ist das, was die Azubis bei mir auf der Arbeit in der E-Lok mal auch machen. Kohle schippen. So, also, Mini-Flauschi ist da. Grüßt euch ganz schön lieb hier vom Nachbarplatz. Ist auch total geschockt, dass es jetzt Dampflokomotiven hier gibt. Ich schmeiß gerade mein Handy hier runter. Ist das witzig? So, da kommt uns was entgegen. Ein anderer Güterzug. Das ist so genial. Ah, guck mal, hier hinten ist so ein Bremswagen mit dabei. Den können wir uns natürlich nachher nochmal angucken. Das ist der, den ich meinte, diesen Wagen, der da noch dabei sein sollte. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Service-Car oder so. Aber den gucken wir uns natürlich gleich nochmal an. Mit den Bremsen hinten. Also, oder wir können ja schon mal hinfliegen, das ist ja nicht das Problem. Gehen wir mal hier. So, da haben wir das Ding. Ja, da sitzt hinten einer drin, hat auch eine Bremse. Dass der letzte Wagen auch immer schön gebremst ist. Der sollte aber eigentlich auch angeschlossen sein an die Bremse. Ist er auch. Ja, und der kann auch links und rechts hier rausgucken. Ist großartig, oder? Okay, das da unten machen wir natürlich nicht, ne? Kuppel unten hängen lassen. Das ist doch genial, oder? Und wie niedlich diese kleinen Mägelchen sind, ey, ehrlich. Wenn man dran denkt, was es heutzutage alles so für Wagen gibt. Mit bis zu 8 Achsen und allem. Auf der Series X fehlt der Heizer, sagt der Aventador. Aber wer es noch nicht gemacht hat, gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich drüber freuen. Warum ist da vorne eigentlich der Zielpunkt an? Machen wir mal aus hier. Speker Auswärtsgüter, das sollen wir anhalten. Okotim, die Dampflokomotiven in Deutschland, die auf dem normalen Netz der Deutschen Bahn bzw. auf dem öffentlichen Netz rumfahren, die sind mit PZB tatsächlich ausgestattet, ja. So, wir müssen mal hier Leistung rausnehmen. Und was ich die ganze Zeit vergessen habe, ist, wir haben hier unseren Zylinderhähne noch geöffnet gehabt. Hier muss ich zumachen. Also ein bisschen bremsen müssen wir jetzt. Welches DLC meinst du jetzt? Was so eintönig war. Also hier finde ich das DLC hier, das finde ich von der Kulisse her, finde ich das großartig. Das avanciert so ein bisschen, vielleicht sogar zu meiner Lieblingsstrecke hier oder zu einer meiner liebsten Strecken hier jetzt. Aber ich meine Dampflokomotiven, das ist ja schon allgemein, dass man da dann schon mal andere, also anders drauf schaut, als auf das, was wir sonst so aus Trains in World kennen. Ich glaube, das ist völlig normal. So, da vorne sind die Hauptsignale. Das obere zeigt den Flügel nach oben. Das heißt, am oberen, das ist Fahrt. Das untere müsste ja ein Vorsignal sein. So, der Torben ist ein Dampflok-Liebhaber. Der Dampfloks ist eigentlich nicht so richtig mein Metier. Aber hier... ich finde es halt großartig, dass man was Neues wieder hat, ne? Für die englischen Strecken ist das die beste, findest du. Ich finde London Pendler jetzt auch nicht schlecht. Und South Eastern High Speed, die finde ich eigentlich auch ganz nett gemacht.
Also was jetzt von der Szenerie bis jetzt eigentlich meine liebste englische Strecke war, die war noch nicht mal von DTG, die war von Rebirth Games und das war tatsächlich die Isle of Wight. Das war eine Strecke, die mir sehr gut gefallen hat von der Szenerie. So, fahren wir jetzt hier raus oder was? Oh ja, wir fahren hier in den Güterbahnhof. Und wo fahren wir denn danach weiter hin? Sollen wir danach noch was machen, oder? Stand das dann nicht im Fahrplan, dass wir noch mehr machen sollen? Achso, wir rangieren quasi nur nach vorne. Ah, eine relativ kurze Fahrt. Ihr seht, von der Bedienung her, vom Intuitiven her ist es genauso zu bedienen wie die anderen Lokomotiven im Großen und Ganzen. Außer, dass man jetzt halt noch andere Funktionen hat. Weil die Angaben unten links, Okotim, das sind der Kesseldruck und der Zylinderdruck. Von Donald Pendler bist du enttäuscht? Ich finde die Strecke eigentlich ganz nett. Das Einzige, was mich bei London Pendler ein bisschen stört, sind diese ganz kurzen Fahrten, die man hat. Und dass die 463 nicht so richtig eine Aufgabe gefunden hat in dem DLC. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ansonsten finde ich London Pendler gar nicht so schlecht. Wir werden gleich mal kurz in den Fahrplan gucken, ob wir da vielleicht nochmal eine Rangieraufgabe oder sowas finden oder irgendwas zum Nachfüllen, zum Betanken, wo man vielleicht selber Wasser nachfüllen muss oder so. Haben Sie hier eine grüne Lok angehängt? Ich wollte gerade sagen. Dennis ist da. Guten Abend, Dennis. Ah, Mist. Oh. Katastrophe. Gar nicht dran gedacht. Da muss ja das Signal gewesen sein. Jetzt habe ich nicht dran gedacht, dass ich hier vorne dran noch den Kessel habe. Meine Fresse. Das war jetzt blöd. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt gucken wir mal, ob wir eine Fahrt finden im Fahrplanmodus, in der wir irgendwas im Depot machen können. Dafür würde ich die Jubilee nehmen. Tatsächlich. Dann gucken wir noch mal. Oh, hier. 7 Minuten. Das ist schon mal ganz schlecht. So, fahren Sie mit diesem Expresszug Richtung London. Dann nachts sowieso schon mal gar nicht. Was haben wir hier? Bereiten Sie die Lokomotive für den Einsatz vor. Ist das sowas? Das ist... Kommt mir ziemlich kurz vor. Fahren Sie diesen Nahverkehrszug in Richtung London und Houston. Ja, die Fahrpläne, das ist doch wieder blöd, wenn man hier so viele einzelne 6-Minuten-Dinger wieder hat. Das ist, finde ich, uncool. Dann fahren Sie mit einem halbschnellen Zug. Aber warum? Das kann doch nicht wahr sein, dass das so kurz sein soll. Guck mal hier, wir fahren die ganze Strecke hier ab, laut dem Ding. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir uns mal hier, bringen Sie die Lokomotive. Fahren Sie mit dem Nahverkehrszug 7 Minuten. Bereiten Sie die Lokomotive vor. Ich nehme mal hier oben, hatten wir eine, die ein bisschen länger ging, mit Lokomotive vorbereiten. Bereiten Sie die Lokomotive für den Einsatz vor, 7 Uhr. Probieren wir mal aus. Mal gucken, was wir da machen müssen. Ob wir Kohle nachfüllen müssen, tanken, entschlacken. Kann ja auch sein, dass wir entschlacken müssen. Ich weiß es gar nicht. Wir schauen mal. Normalerweise müsste so ein Vorbereiten von so einer Dampflok da 4 Stunden stehen, bis man überhaupt mal den Kessel angeheizt hat oder so. So, hier stehen wir im Lokschuppen. So, an einem Ort anhalten. Okay, also wir sollen jetzt erstmal, wo sollen wir überhaupt hin? Das ist jetzt die erste Frage, die sich uns stellt. Aber wir sollen erstmal nach hinten raus rangieren. Okay, alles klar. Machen wir mal. Bremse ihn lösen.
gucken, was macht der Flash dann automatisch rückwärts. Müssen wir natürlich auch rausgucken. Also Drehscheiben gibt es ja auch irgendwo verbaut. Ich weiß nur nicht hundertprozentig, wo die sind. Das Rangieren mit den Dingern ist natürlich nicht so einfach, weil wir nicht so eine direkte Bremse haben, wie wir sie klassisch kennen. Sondern... machen wir mal die Arbeit selber hier, wenn wir schon hier so blöd rumrangieren. Dann werden wir uns mir selber die Signale um. Oh, was ist denn das für ein Weichenhebel? Habe ich auch noch nicht gesehen. So, vorwärts. Dann müssen wir mal kurz gucken, ob das hier alles passt soweit. Die passt, wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Hey, sind wir noch nicht da? Aber wenn er, dass wir noch ein Stück zurückfahren, sonst weiter nichts ist. So, viel mehr geht aber nicht. Sonst macht Puff und dann sind wir weg. Oh, jetzt muss ich... vorwärts, jetzt geht's vorwärts. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hinwollen. Also wir wollen hier komplett rausfahren. Düpp, düpp, das passt nicht. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal raus hier, aus dem Depot. Wir dürfen hier mit 20 rumrangieren, das ist auch eine merkwürdige Ziffer für Rangierarbeiten. Aber egal, wenn das Spiel das sagt, ist es erlaubt, dann machen wir das auch. Was haben wir jetzt kaputt gemacht? Achso, wir haben wieder zu viel Dauer. Jedes Mal, wenn das anfängt zu pfeifen, denke ich, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, der Rest müsste ja eigentlich signalisiert sein. Na, guckt euch das mal an hier, warte. Guckt euch das an, oder? Ist doch großartig, ey. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist großartig gemacht hier alles. Wie riesig die Gleisanlagen hier auch alle sind. Ich dachte eigentlich, wir finden was, wo wir auch eine Lok versorgen müssen. Noch ein bisschen Gas geben. So, City Skylines wurde gestern schon gefragt, das werde ich in Angriff nehmen jetzt wieder. Was mit dem Mikrofon, ich weiß nicht, was da momentan nicht so richtig läuft. Im Monitoring, also wenn ich das im Monitor habe, dann klingt es wie immer. Ich glaube einfach, ich schreie da zu laut rein oder so, ich weiß es nicht. Wenn ich zu viel Druck habe, den da aufmachen, sagst du? Der ist aber eigentlich dafür da, die Zylinder, das Wasser rauszulassen. Da gibt es noch einen anderen Knopf, den ich noch nicht probiert habe. Links unter mir, das ist der hier, Zylinderhähne.
Also wurde es zumindest eine Einführung erklärt. Ich werde mir morgen mal das Handbuch nochmal in aller Ruhe angucken. Oder nachher. So, wo fahren wir jetzt hin? Hier am Bahnsteig. So, und wir sollen weiterfahren. 1,2 Meilen. Bis wohin müssen wir denn da rausfahren? Ah, wir fahren bis nach Liverpool. So, der neue Gamer geht ins Bett. Gute Nacht, neuer Gamer. Szenerie hier an. Hab ich noch gar nicht gesehen. Boah, ist das krass, oder? Theoretisch muss es in Liverpool ja eine Scheibe geben, wenn wir die Lok vorbereiten, um da hinzufahren. Oh, jetzt habe ich die 15 gar nicht beachtet. Aus 600 Yard haben wir noch. Gucken, irgendwas stimmt hier unten nicht. Vorne haben wir rot, aber es ist Vorsignal ist auch an. Guck mal vorsichtshalber so, das passt. Was ich zu den Loks sage, mir gefallen sie sehr gut. Ich spiele nicht auf der PlayStation 4, ich spiele auf PC Soundtracker. Ist natürlich schön, wenn wir aus dem Gefälle mal rauskommen hier. Aber hier müsste es ja irgendwo eine Drehscheibe geben. Oh ja, die gibt, da fahren wir sogar drauf jetzt. Wunderbar. Weil wir müssen ja die Lok eigentlich so rumdrehen, dass die auch auf die Fahrgastwagen wieder drauf passt. Da haben wir zumindest mal eine Kleinigkeit. Ich werde aber gleich nochmal gucken, ob wir doch nochmal irgendwo eine Aufgabe finden, in der wir dann auch die Lok versorgen müssen. Das finde ich schon wichtig, dass wir dann zumindest im Fahrplanmodus auch ein bisschen was haben, wenn es schon als Einführungsvideo erklärt wird. So, dann bremsen wir das Ding mal ein. Da soll man das Ding drehen, ne? Dann gehen wir mal raus und drehen die Karre. Geil, oder? Dass sie sogar daran gedacht haben.
Weil jetzt ist die Frage, wo drehen wir das Ding? Oh, wir haben Kohle gesammelt. Oder wie drehen wir das? Ach, da. Okay. Oh, hier wird noch mit Hand gekurbelt, Freunde. Da wird von selber wieder langsamer, wie die elektrische Drehscheiben, die wir bis jetzt immer benutzt haben. Jetzt stehen wir natürlich komplett auf der verkehrten Seite eigentlich für so eine Nummer. So, der hält aber auch von selber an. Der André ist da. Guten Abend, André. Haben wir auf der anderen Seite theoretisch auch eine Kurbel? Nein. Okay, also das erhält es, er ist jetzt aber auch von selber angehalten. Also ich muss jetzt nicht extra Stopp drücken oder so. Ich hab doch die Lok gefahren die ganze Zeit. Hallo? Was denn der Mist? Kann man ruhig ein bisschen mehr Gas geben, geht hier 11 Promille den Berg hoch. Also die Zeitangaben von den Fahrplänen finde ich stimmen auf jeden Fall schon mal nicht, so viel steht fest. So, dann halten wir an. So, dann kurbeln wir ihn auf rückwärts. Und dann gehen wir mal ankuppeln, würde ich sagen. Einmal rausgucken hier. Verkehrt, da will ich rausgucken. Okay, dann geben wir kein Gas mehr, wir geben jetzt Dampf. Okay, können wir uns darauf einigen. Ah, jetzt bin ich schon wieder über Halt gefahren. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir auf der verkehrten Seite sitzen. Irgendwie habe ich das hier nicht so richtig. Aber ich will auf jeden Fall mal gucken, ob wir irgendwo eine Lok versorgen müssen. Gucken wir mal bei der schwarzen Lok, ob wir da was finden. Bereiten Sie Lokomotive für den Einsatz vor. Mal eher hinten. Der Leon Klein ist da. Guten Abend. Das ist ein bisschen blöd. Ich will eigentlich mal wissen, wie das funktioniert. Das sind alles Züge zum Vorbereiten, aber es steht da halt nichts dabei, ob man da jetzt irgendwas fahren muss oder nicht. So, im dritten Aufgabenblock. Erste Aufgabe, sagt er, nur spielen, Fighter. Gucken wir doch da mal rein. Also, der etwas Dampf ablassen. Und was hast du gesagt? Erste Aufgabe, Einführung in die Betankung. Nee, die Einführung in die Betankung, die will ich ja nicht machen. Das hat schon seinen Grund, warum die nicht gemacht wird. Machen wir denn Rush Hour? Feuer Liverpool Lime Street nach Chester.
Was haben wir hier noch? Kapitelblock 5.1. Zeit für Skuse? Nee, ist ein Szenario. Das werde ich hier auch nicht machen. Eigentlich wollte ich jetzt mal... Chester nach Liverpool, Lime Street. Das wäre der Rückzug von dem, den wir vorhin schon gefahren sind, so ein bisschen, ne? Vielleicht müssen wir da mal öfter anhalten. Wir fahren den mal, mal gucken, was passiert. So, fahren Sie mit dem halbschnellen Zug von Runcorn nach Liverpool, Lime Street. Wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Warum? Okay, also doch wieder Richtung Liverpool. Wie oft halten wir denn an? Ditton, Allerton... Ah, da haben wir noch mal ein bisschen Nahverkehr, ist doch ganz nett. Da müssen wir mal ein bisschen Gas geben, mal ein bisschen beschleunigen. Können wir schon mal aufmachen. Nur Spielenfighter. Die Zeit für Source ist ein Szenario und Szenarios spiele ich nicht im Livestream. Bis um 30 müssen wir noch warten. Weil die Szenarien in Let's Play bleiben sollen, nur Spielfighter. Deswegen spiele ich die nicht in den Streams. Weil ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, sich die Szenarien nochmal in aller Ruhe anzugucken, wenn er da irgendwelche Probleme hat oder so. Das ist der Grund, warum ich die Szenarien nur als Let's Play spiele. Ich würde mir dann nämlich auch ein bisschen den Inhalt dann wegnehmen für mein Let's Play. Und das wäre schade, wenn ich jetzt noch fast annähernd 400 Folgen, die wir ja morgen eigentlich voll machen müssten, doch müsste eigentlich morgen soweit sein. Nee, morgen schaffen wir es noch nicht ganz. Wäre es schade, wenn ich mir das Let's Play selber so ein bisschen zerschieße. Aber du kannst gerne bei YouTube vorbeischauen. 392 Folgen sind online. Wieder so ein neues, ein relativ kurzer Zug. Das Signal geht auf, dann können wir los. Sieht klasse aus, Leute. Ich bin sowas von geflecht von diesem DLC, also... So, die Zielmarkierung brauchen wir nicht.
Dann geht's erstmal an Diticon. Diton, nicht Diticon. Diton Junction. Also Abzweig. Machen wir halt ein bisschen Nahverkehr mit der Dampflok. Hat ja früher auch funktioniert. Bessere S-Bahn. Ein bisschen bremsen hier. Noch 900 Yard noch, bis zu den 20. Fahren wir eigentlich bis Liverpool mit dem Zug? Ich glaube ja, ne? Genau. Haben wir schon wieder zu viel Druck, aber das irritiert mich jedes Mal, wenn der Druck da über ist. Das mit den Signalen, da muss ich echt noch, mich noch dran gewöhnen, dass wir nach vorne immer diese die Kessel noch haben. Und da oben das Signal ist nämlich zu, das habe ich nämlich jetzt gerade mal gesehen. Da muss man jetzt halt echt dran denken, dass man da nicht mit dem Kessel rüberfährt, ne? Weil dann ist Feierabend hier. Da oben sind sie. Jetzt ist aufgegangen. Oh, jetzt habe ich zu viel Gas gegeben. Das können wir eigentlich auch mal eben zeigen, was passiert, wenn ich zu viel Gas gebe. Na, dann seht ihr. Kann man ein bisschen Sand drunter kippen. Dann würde wieder Traktion gehen. Oder man gibt einfach vernünftig Gas. Das geht natürlich auch. Ja, das habt ihr mal gesehen. So. Und ein bisschen die Effekte muss man auch zeigen. Wie gesagt, heute in diesem Stream geht es ja erstmal nur darum, das Spiel kennenzulernen und zu zeigen, was denn die Loks hier überhaupt so richtig können. Das Wackeln ist echt wirklich ein bisschen viel von der Lok. Wir biegen ab. Dann fahren wir auf der Güterzuglinie oder fahren wir denn da nachher hinterher? Ich weiß es noch nicht. Okay, Fenster, Kopf raus. Hier, wir spielen richtiger Lokführer. Ist der Zylinder nicht zu? Ah, der ist tatsächlich nicht zu. Okay, Entschuldigung. Habe ich echt vergessen. So, dann können wir den auslösen. Nicht komplett, aber wir können die Türen aufmachen. Dann muss ich mal kurz was zu trinken holen.
So, weiter geht's. Eine ruhige Personenzugfahrt hier. Aber mit dem Kessel, das wird eine Ungewöhnung. Dass man mit dem Kessel auch nicht übers Haltzeigende fahren darf. Dass der da vorne dran ist. So, 4,8 Meilen bis Allerton. Gerade mal den Fahrplan hier so ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen. Ob der auch wieder so stramm ist oder ob der eher großzügig gestaltet ist. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal die 20 nicht übersteigen. Das kann man richtig Gas geben. Nein, nicht so doll. Ne? Doll in den Rädern ist immer nicht gut. Ich lasse die Wackelei an, weil es dazu gehört. In den 50ern lagen die Gleise noch nicht so wie heutzutage. Die indische Musik. Wir könnten uns eigentlich noch zwei Leute vorne auf den Puffer draufsetzen, die uns den Sand auf die Schienen streuen, wie auf der Darjeeling waren. Der Henno ist da. Guten Abend, Henno. Ich möchte alle von euch nochmal einladen, ein Däumchen da zu lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt bei YouTube. Ihr könnt auch gerne noch ein Abo da lassen oder ein Follow bei Twitch. Bei Twitch natürlich auch ein Abo, oder wer Mitglied werden möchte, ab 99 Cent im Monat gerne Mitglied werden. Und wer richtig einen auf die Ohren haben will, der kann auch noch auf den Discord kommen. Der Link dazu, den bekommt ihr gleich. Oder ihr guckt in der Videobeschreibung bei Twitch einfach auf das Discord-Logo unter dem Livestream draufklicken. Mein Nightbot ist Verlass, wie man gerade sieht. Ich das Fenster da vorne aufmachen. Jo, tatsächlich. Also wer frische Luft braucht, kann auch gerne das Fenster aufmachen.
Welche TF-Bilder meinst du? Ich weiß. Hat man das Handbuch hier auch, wenn es schon eins gibt. Ne, gibt es aktuell noch kein Handbuch. Das dauert immer ein bisschen, bis die Handbücher immer weiß, die mit draußen sind. Aber wie gesagt, also ich bin begeistert von dem DLC. Plan einhalten ist schwierig. Die Glocke auch nicht so richtig auf Geschwindigkeit kriegt. Ah, heute haben wir eine Heizerin dabei. Ich habe keine Katze, nein. Meine Frau hat eine Katzenhaarallergie. Die Signale sind offen da vorne. Flügel alle oben. Da Bremsen hat auch gut geklappt. Also die Bilder, die ich in letzter Zeit von Transportführer gesehen habe, die gefallen mir schon sehr gut. Ich bin gerade eine Deutschlandkarte am Bespielen. Eine größenwahnsinnige Deutschlandkarte. Ich bin am überlegen, ob ich die vielleicht auch nochmal die aktuelle Karte im Livestream dadurch, durch die Karte austausche. Ich will keine Katze. Wenn wir ein Haus hier, dann kommt ein Hund. Emil, das ist so ein bisschen das, was fehlt hier. Wenn man tatsächlich jetzt eine Multiplayer-Funktion hätte, dass da einer den Heizer macht. Wobei ich glaube, das wäre ein bisschen, also wenn du da eine halbe Stunde wirklich nur mit der Maus immer Sand schaufelst, weiß ich nicht, ob das die Erfüllung eines Spielers in so einem Spiel wäre. Großartig, dass es ausschaut. Klasse. Ganz großes Lob an DTG an der Stelle. Und ich dachte, ich stelle mich das richtig blöd an heute.
sieht doch geil aus, oder? Oh, lass mal noch ein bisschen vorkullern hier. Bevor wir komplett anhalten. So, dann machen wir die Türen auf. Müssen wir echt merken. Y und was war die andere Taste? Zum wieder zumachen? Nee, da muss ich die nochmal drücken, ne? Und ich muss nochmal gucken. Also, wir können ja, wie gesagt, auch nochmal so ein bisschen nach Collectibles suchen. In der Zeit, wo wir hier immer rumstehen. Was wir haben, haben wir. Also, da hinten ist auf jeden Fall auch nochmal eins. Hier kann man Kohle. Löcheimer. Der steht aber hier hinter der Wand, oder? Ah, guck mal, Milchkanne haben wir wieder. Auch nett. So, der Rahmen läuft hier einfach über das Gleis. Ups. Ja, und runter wollte ich jetzt nicht unbedingt. Das hätte die Bremse natürlich vorher schon lösen können. Ich liebe das so mit der Kamera jetzt hier rumzuspielen, wenn man sowas hat, ne? Bei West Allerton ist der nächste Halt. Aber der Fahrplan ist so zumindest ohne Übung, glaube ich, nicht einzuhalten. Ich muss mal leise auf den Zylinder geben hier. Sind wir jetzt überhaupt? Aber wir sind schon um die Kurve rumgefahren. Okay, alles klar. Dann bin ich jetzt ein bisschen orientiert zumindest. Aber danke, Emil. Ich liebe es auch, Agent Hacker. Das haben sie wirklich großartig gemacht. Also da kann man sagen, was man will. Haben natürlich wieder irgendeiner wird immer meckern, das ist nun mal so. Wir können wesentlich später bremsen, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat. Merkt da, man wird ja direkt mutiger. Direkt wieder richtig Dampf hier auf dem Kessel. So, dann schauen wir uns hier auch direkt mal um. Was wir hier so finden. Da haben wir einen Feuereimer. Sind wir hier noch halb im Bahnhof drin. Oder nur halb im Bahnhof.
Alter, ich hab so richtig, da kommt wirklich so richtig Stimmung auf hier. Kann man sagen, was man will. Drüben haben wir noch eine Karte. Dann wollen wir die Karte auch mal abstellen hier. Yep. London for your holidays. Das kennen wir schon, das Plakat. So, dann machen wir uns mal wieder fahrbereit hier. Mostly Hill. Der TT, ich mag darüber ehrlich nicht so richtig spekulieren. Es gibt so viele Ideen. Also am wahrscheinlichsten wäre nach der Veröffentlichungspolitik, die wir in der letzten Zeit hatten, wäre Leipzig. Also das, was sie jetzt da für einen Train-Simulator rausgebracht haben. Wünschen. Da habe ich schon einige Wünsche. Also wie gesagt, Mannheim-Frankfurt mit allen drei Strecken wäre ganz schön. Ansonsten Mannheim-Heilbronn oder Rhein. Mosel wäre auch schön. Vielleicht die Verspätung haben wir gerade, immer noch. Gäubahn, ne? Die müsste aber dann wirklich von Kornwestheim bis da runter gehen. Also von Stuttgart Hauptbahnhof Kornwestheim. Dann wirklich bis nach Konstanz. Da kann man noch ein bisschen rollen lassen. Die Bremsen sind ja gut genug. Rechte Seite. Dann schauen wir uns auch hier nochmal ein bisschen um. Fortschritt ist wichtig. Da haben wir nichts. Doch, war da was? Ja, da war was. Was haben wir denn diesmal? London for your holidays. Das kennen wir. Da drüben steht noch ein Feuereimer. Den wollen wir auch gerade nochmal bedienen. So, haben wir hier drüben einen Wasserkran? Irgendwo. Nö, sieht nicht so aus. Weil ein Wasserkran, könnte ich mir vorstellen, dass das so der Indikator dafür ist, dass dort vielleicht der ein oder andere Feuertopf da noch rumsteht, wo wir Feuer drin machen können. Köln, Rhein-Main? Nein. Keine Schnellfahrstrecken, also zumindest nicht alleine. Dann soll parallel dazu irgendeine andere Strecke, die da parallel dazu laufen würde. Aber nur Schnellfahrstrecken, nee, um Himmels Willen. Den ganzen Tag mit dem ICE da hin und her heizen, das halte ich nicht aus. Schön, dass man mit ICE ist, auch um mit 320 oder 300 fahren zu können. Aber wir haben an der LGW gesehen, was passiert, wenn man eine reine Schnellfahrstrecke in das Spiel macht. Das ist eine Vollkatastrophe.
Sefton Park ist der nächste Halt. Doppelgelb, also halt erwarten. Lassen wir den mal reinrollen hier. Und dann wollen wir hier auch die Fahrgäste rauslassen. Ich muss jetzt gerade nur was nachprüfen. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen. Kann man bei Twitch im Chat seine Farbe verändern? Wusste ich gar nicht. Geht das? Kann mir das mal einer sagen? Wir lernen ja jeden Tag was Neues dazu. Ja, das geht. Okay. Ah, okay, alles klar. Gut, dass du es direkt mal gezeigt hast. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Danke. So, wieder nach London. Wir fahren alle nur nach London hier anscheinend. Ah, da drüben haben wir noch ein Eimerchen. Leute, was ich hier übrigens mache... Weiße Plakat? Oh! Waits for Holidays. Wie ich ja, also, bitte nicht nachmachen, ne? Hier mit über Gleise laufen und so, ne? Etchel! Das passiert bei Steuerung 0, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme gut klar mit den Dampfloks. Ich hätte es mir wirklich wesentlich schwieriger vorgestellt. Nur der Fahrplan ist relativ stramm. Hat so ein bisschen was von früher in der rosa Linie. Dazu geneigt, immer die Siefer zu drücken. Nicht warum. Oh, die 20 schon wieder. Über die bin ich schon mal gestolpert. Die kommen auf einmal. Da muss ich das. Die Stelle müsst ihr euch merken hier. Da kommen auf einmal 20 und die werden halt so blöd signalisiert. Ich hoffe, ich fange mir keine Erkältung ein, ey. Jetzt ist da schon dünn Husten, aber irgendwie nichts anderes.